damit auf, sofort! Simon, schön, dass wir es wieder machen können. Wir haben ja für euch, war das jetzt nicht so lang her, ich hatte kurz Urlaub gemacht, aber wir hatten zwischendurch aufgenommen und jetzt tatsächlich seit ein paar Wochen nicht mehr. Ich bin mit Bart gespielt. Ja, und ich habe natürlich das meiste vergessen. Wir sehen hier schon wieder ihn rumstehen, wissen nicht genau, was eigentlich los ist. Es ist auch falsch. Moment, es ist der falsche Spielstand auf. Wir haben hier nur getestet. Ich lade mal den richtigen und dann kannst du mir sagen, ob du dich vielleicht erinnerst, was das letzte war, weil ich hab's wegen... Wie hast du denn da überhaupt Schnacksel in? Oh Gott, ja. Ah, no, die alte Sau. Alter, da steht er auch. Ich erinnere mich. Natürlich. Jetzt erinnerst du dich wieder. Ich erinnere mich. Schau in den markanten Gesichtsausdruck. Ja. Da war vorher was. Er hat auch nur eine, ihm fehlt ein Schuh, habe ich das Gefühl. Oder? Sieht aus, als hätte er den Schuh bei ihr gelassen. Im Bett. Was muss das für ein awkward Anruf sein? Du, ich glaube, ich habe einen Schuh in dir vergessen. Liegt in dir. Das ist ja noch schlimmer. Alter, ja. Alter. Es hieß ja immer, Füße abtreten, bevor man eintritt. Haben wir ihr gesagt, dass da ein Loch ist vom Klo zu ihrem Schlafzimmer? Nein, aber da gucken wir jetzt einmal durch. Ja. Hey, ich meine, jetzt dürfen wir. Wir sind ja praktisch der Freund. Jetzt, ja, also es ist nichts, was wir noch nie gesehen haben. Wobei, war der Vater nicht jetzt da drin? Erwischen wir den? Hoffentlich nicht. Ey, und das Jesus-Gemälde hier. Okay, also was gibt's zu sehen? Das postkoitale Trauma. So geht's Frauen auch über. Normalerweise dachte ich, dass ich das nur bin. Normale Depression, ganz normal. Simon, bevor wir aber... Ich hätte das nie zulassen dürfen, so. Bevor wir einsteigen weiter mit Harvester, ihr habt uns in der Zwischenzeit viele schöne Sachen geschickt. Und wir haben jetzt so viel, wir wollen nicht alles sofort verbraten. Aber unter anderem, ich habe versucht, das an die Wand zu kleben. Hat nicht ganz geklappt jetzt im Moment. Ja, so ein dickes Stück Fleisch, ist ja klar, dass das auch nicht hängen bleibt. Ey, ich habe erstmal, die Requisite hat mir geschrieben über unser internes Kommunikationstool. Und hat gesagt, ich glaube, da ist ein Bild für euch angekommen. Wir wissen nicht, was es ist. Die glaubt, das ist für uns. Und ich konnte nicht sagen, was es ist. Es ist wohl noch ein Brief da, den müssen wir nochmal auswendig machen. Aber es ist gemacht von Daniela jedenfalls. Ja. Und es ist, ja, du hast recht. Fleisch. Was möchtest du gerne trinken, Kowalski? Fleisch! Gibst du ihm bitte ein Glas Fleisch, Stimpy? Wir haben wirklich vorhin rumgesessen und haben überlegt, ich meine, wir wissen ja, dass es aus dem Spiel kommt, aber uns ist nichts eingefallen. Und dann kam es Gregor, ach, das ist das Fleisch aus dem, was beim Vater hinten an der Wand genau, war. Genau, warte mal, da gehen wir mal. Das sieht da ein bisschen anders aus, aber im Grunde ist es einfach ein Bild vor dem Stück Fleisch. Insofern vielen Dank. Also, wir können ja jetzt mal vergleichen. Wir gehen mal kurz hin. Eigentlich nicht mehr. Da ist es ja wirklich das. Da sieht es sogar mit beiden Händen sogar genau sogar aus. Die Finger und alles. Nur man sieht so das Gepökelte. So ein bisschen. Hier sieht es so ein bisschen aus, wäre das so ein beim so Foto oder bei Salz? den Händen vom Vater. Er pökelt sich die gerade. Ne? Schön im Bauchfett pökelt er sich die Hände. Das hat früher in der Kirche gesagt, pökelt ihr bitte nicht ein. Heute hätte er übrigens Crocs an, möchte ich sagen. Oh. Heute hätte er Crocs an. Und was würde er an den Füßen tragen? Je nachdem. Wir bedanken uns erstmal für dieses Gemälde. Wenn wir eine vernünftige Arretierung dafür haben, werden wir es auch dann an der Wand anbringen. Aber es ist nicht das einzige Gemälde, was wir gekriegt haben, denn du hast hier auch schon mal rübergegeben, wobei ich muss noch mal gucken, welches das Richtige ist. Ist es das? Ja, das ist auch, das hatte ich, möchte ich dazu sagen, ich habe es leider auch schon an einer dummen Stelle zerrissen. Das muss ich aufhören, das so aufzureißen. Das müssen wir dann zusammenkleben wieder. Man sieht eine schöne Zeichnung von uns hier. Also wir werden das nochmal größer dann abbilden. Aber ich hab kurz reingeschaut von der lieben Marina, die 16 Jahre alt ist. Sie guckt seit 20 Jahren. Was? Okay. Ungefähr, ja. Das ist begeistert. Vielleicht ist es auch mein Vater, der schon seit 20 Jahren guckt. Aber egal, ich weiß nicht so genau, was ich hier reinschreiben soll. Das klingt wie die Briefe, die ich nach Hause geschrieben habe aus dem Schulausflug. Ja, wo du gezwungen wurdest, Briefe zu schreiben. Ja, und dann hier ist es schön, Wetter ist gut. Das war viel zu viel Druck. Weiß nicht, was ich hier reinschreiben soll, aber Marina und ihr Vater haben uns... Ja. Knack und Back geschickt. Ich muss das mal näher ranmachen, ne? Weil es ist einfach so klein, dieser Knackarsch. Ihr seht ihn scharf. Er ist gut trainiert. Ja, er ist, ne? Also, das ist so geil. Ich finde das richtig geil. Das ist auch dein Social-Media-Bild mittlerweile, glaube ich, ne? Aktuell, ja. Ich habe letztens irgendwo jemanden beleidigt, weil er ein oben ohne T-Shirt, also ein T-Shirt-loses oben ohne Bild als Profilfoto hatte. Wirklich? Ja, dann hat er mich halt beleidigt und dann meinte ich nur, Alter,
du hast, kauf dir mal ein fucking T-Shirt, du Dödel. Und daraufhin meinte dann völlig zu Recht jemand anderes, du hast ein Bild von einem gemalten Arsch. Und da musste ich dann nochmal erklären, dass das von den erotisierten Feuerwehrmännern ist, dass das Kunst ist und aus einem echten Spiel und einer Reihe. Moment, es wird nur unanständig im Auge des Betrachters. Der nackte Körper an sich ist nichts Schlimmes und Verwerfliches. Wer das erotisiert, sucht die Schuld bei sich. Das ist wahr. Und von jetzt an schläfst du mit den Händen über den Bettdeckel, klar? Oder die Erektion. Also wenn sie kommt. Aber das sieht, also es sieht aus der falschen Perspektive nicht aus wie ein Hintern, aber wenn man weiß, was es ist, kann, you can't anziehen. Ja. Und ich liebe es. Ich würde das zum Beispiel, also wenn wir es irgendwann nicht mehr brauchen, ne? Ja. Kommt es entweder in die Requisite oder die Requisite kommt dann später zu mir, weil bei mir wird's hängen. Also wenn du es nicht willst. Ich find's super gut. Vielen Dank. Gerne mehr. Vielleicht können wir stattdessen auch das hier dann zeigen. Lieber Simon, lieber Gregor, ein Bild für euch von Helene. Das ist ja geil. Das ist ja noch besser, weil das ist so wie Van Gogh. Ist es Van Gogh? Nee, wie, ja, das war na, Van Gogh. Van Gogh, der hat sich die halbe Hinterbacke ja abgeschnitten. Das dafür ist er ja bekannt, ne? Ja, ja. Da gibt's dieses Foto, wo er so einen Verband hat, wo er sich selbst gemalt hat, mit so einem Verband am Arsch. Ey, wir müssten ein Arschmuseum aufmachen, wirklich, wo nur Ärsche an der Wand hängen. Ab zwei Bildern, würde ich sagen, haben wir schon den Anfang gemacht. Ja. Ey, das ist richtig. Ich meine, ernsthaft, das ist aus der, also wie heißt das, die Zeichen, also die Art, wie man das malt. Ne? Ja, ja, das ist auf jeden Fall irgendeine Periode. Kopiert. Ja. Es ist wirklich gut kopiert. Du kennst dieses Starry Night, oder wie es heißt. Ja, genau, das ist es ja. Ja, ja. Das ist, also, und da, vor allen Dingen, man sieht hier direkt so, da ist irgendwas, ne? Da ist irgendwie ein Pickel oder vielleicht, ich habe ja vor kurzem, darf ich das zeigen? Oh Gott. Du kannst es ja zensieren. Muss ich das? Ich habe da muss ich es aber sehen vor. Entfernen lassen. Oh, du hast ihn dir entfernen lassen? Ja, Mann. Die hast haben, du mitgemacht? Ey, ich hatte, danke, Mann, dass du das fragst. Hat keiner gefragt. Der Erste, der fragt, bist du. Deswegen sind wir so identisch. Bei einer Wellenlänge. Weil ich habe natürlich, während ich schon da lag, hatte ich schon die Kamera quasi an. Mhm. Und dann habe ich so nebenbei gefragt, darf ich das filmen? Nein, auf gar keinen Fall. Und dann meinte der andere Arzt so, streamen Sie etwa schon? So, nee, ich wollte nur aufnehmen. Und dann habe ich aber zugeguckt, wie sie das so aufgemacht haben und dann so weißen Kaugummi rausgezogen. Oh, ganz viel. Das ist und, wie bei, du kennst den ja. Pimple Popper, oder? Hast du den schon mal gesehen? Nee, ich finde das total eklig. Aber wo einfach hier diese Geschwulste sind. Ich kenn das war wahrscheinlich bei dir auch drin. Da war wirklich irgendwas ganz Schlimmes drin. Und ich habe es mir natürlich mitgebracht, aber ich habe es in Berlin vergessen, aber ich bringe es gerne nächstes Mal mit. I left my nipple in Berlin. Es ist wirklich so. Und was ich nur sagen wollte, ist, dass das mich so ein bisschen daran erinnert. Und für alle, die es sehen wollen, komm, ich zeig's einmal kurz den Nippel. Hier, da ist er. Ah. Siehst du es? Ist weg. Kannst du richtig draufdödeln. Ja, aber hör's damit auf, sofort. Hast du noch das andere Bild? Lass uns das auch hier daneben packen, zumindest für die Session. Hattest Moment, die sind bei dir schon. Ach, sind sie bei? Ach, da oben! Aber da steht ja noch was wir, glaube ich, noch gar nicht. Haben wir das letztes doch, das Mal haben wir. Das war beim letzten Mal, ja. Der gute Pipo. Das warte mal. Ja, wollen wir ja. Auch. Wir haben ihn noch authentischer gemacht. Ja, er stand nämlich da drüben auf dem Schreibtisch, irgendwas ist passiert und plötzlich ist ein Bein abgebrochen. Und wir beide, wir waren an verschiedenen Orten. Zeitgleich kam ein Ausruf. Und zwar. Pipo! Tu doch was, Pipo. Selbstdiagnose. Du kannst es. Und dann haben wir gemerkt, irgendwas muss passiert sein. Ja, und der Pipo hat uns einfach ein Signal gegeben, mach uns authentischer. Und ich habe dann das gute Klebeband genommen und ihm sein Bein gerichtet. Du bist Mechaniker. Ja. Also, oh, anderswo wäre ich Unfallarzt. Also, er kann auf jeden Fall nicht drauf stehen. Er darf es nicht belasten, auf jeden Fall. Ja. So wie wir eure Nerven vielleicht auch nicht. Deswegen legen wir jetzt mal los, oder? Ja, lass das mal machen. Vielen Dank für alles. Wir werden gerne, wenn du willst, auch. Ach, du hast die Komplettlösung. Ich habe die Komplettlösung zur Sicherheit. Also, wir werden auf jeden Fall versuchen, auch die ganzen Sachen jetzt irgendwie zu zeigen und irgendwie noch im Hintergrund aufzubauen. Aber es ist im Moment schwierig. Wie ja, man sieht, ich sag dir, das wird nicht kleben. Das wird abreißen gleich. Bevor es runterfällt, ich gucke nach, ob wir es bei der nächsten Session okay, fixieren können. Okay, aber kurz. Fertig. Okay. 3000 Jahre später. Lass uns weiterspielen. Wir haben aufgehört, dass Stephanie und Steve sich ganz nah beieinander gefühlt haben. Schöne Szene. Geschnackselt, während der Vater ja immer noch hier an seinem Fleisch rubbelt hier die ganze Zeit und sagt, getane Arbeit, hat durch das Fenster geguckt, durch das Guckloch. Da drin. Wirklich, ne? Wahrscheinlich hat er echt dabei gesessen. Wir hatten davor, wir sind, glaube ich, mittlerweile beim dritten oder vierten Tag angekommen. Wir haben den Auftrag, den Barber-Pole zu klauen. Oder irgendwas mit dem Barber-Pole zu machen. Genau, beim Friseur ist dieser
warum der auch immer drinnen angebracht ist, ist dieser Pole, ne? Ihr kennt das drehende Ding mit den Streifen. Und wir haben aber, als wir letztes Mal da waren, nicht wirklich verstanden, was man da überhaupt noch machen kann. Nee. Vielleicht muss man jetzt, wo ein neuer Tag ist, hingehen. Eine Sache, also ich habe die Komplettlösung ausgedrückt, aber jetzt nicht weiter reingeschaut. Beim Schnitt und in den Kommentaren von den letzten Folgen haben uns die Leute noch darauf hingewiesen, dass wir ein Item in der Garage vom Tucker nicht geholt haben. Das ist nett. Das könnte das nämlich vielleicht... Das ist ein Tipp, der okay ist. Ja. Finde ich auch. Oh, und ja, bevor wir es dann komplett vergessen, wir machen es dann beim nächsten Schauen. Ich habe natürlich den Rasierer mitgebracht. Ah. Weil wir haben zweimal das Controller. There it is. Schon kaputt gemacht. Das Ding willst du an uns ranhalten? Hast du gesehen, was das gerade gemacht hat? Jetzt geht's besser. Da hat einer richtig Bock zu rasieren. Da werden wir, wir haben ja noch zwei Rasierer offen von in Kerstens Spielelösung schauen und wenn wir noch einen dritten brauchen, dann werden wir einfach schöne Muster danach. Ja, reinigen. Also ich habe auch jetzt wirklich seit fast schon Monaten eigentlich. Ich will ihn weghaben. Ich dachte auch, ich will das ja nicht wegrasieren, aber nein, wir haben Spiele mit Bart. Die Pitchfork. Das ist neu, oder? Weil wir, oder ist das mit den Fenstern ist erst, weil wir eingebrochen sind, oder war das später? Das kann sein, weil wir eingebrochen sind. Also vielleicht, weil es war das Auto hier und wir haben nicht so drauf geachtet. Wir sind ja auch durch die irgendwie. Das heißt, der hat jetzt sein Fenster und seine Tür zugemauert. Einfach so, ne? Aber die Garage ist offen. Und trotzdem stehen wir da drin. Diese Pitchfork kann man wohl mitnehmen. Okay, aber das ist ein gutes Item. Ja, haben wir denn sonst noch was hier? Gar nichts. Ja, das ist hier zum Öl ablassen. Hier ist leider nichts. Also die Leute haben quasi gesagt, das ist nur diese Pitchfork. Diese Pitchfork, ja, diese Pitchfork hatten wir nicht mitgenommen. Es wurde auch auf die Sackkarre hingewiesen, die da daneben war, aber die hatten wir dann in der Folge da drauf mitgenommen. So. Eine Sackkarre eingesteckt. Ja, es sieht eigentlich alles sehr hilfreich aus, aber wir können das alles nicht mitnehmen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Items sind, die man vielleicht später nochmal braucht und da muss man vielleicht nochmal hin. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde mich. Oh ja, das ist diese typische Adventure-Logik. Du hast es gesehen, aber du darfst es noch nicht mitnehmen. Kann ich mit allen Items rumlaufen lassen? Wie komme ich denn hier? Exit oben. Ach, das sieht aus wie ein Schild. Ne? Ich dachte, das ist eins der Autoschilder, die daneben hängen. Ja. Du hast absolut recht. So. Raus. Genau, wir sollen den Barber-Pole stehlen. Eine weitere Sache: Gehst du raus, Steve? Steve? So raus? Wie viele Leute haben daran gearbeitet? Müssen wir auf eine Person kommen oder kann ich auch teilen? Weniger. 75% Person hat daran gearbeitet. Teilzeit, ne? Ja, zur Teilzeit. Das kleine Mädel ist verschwunden, wollte ich noch sagen. Das kleine Mädel aus dem Diner. Oh Gott, das ist ja eine richtig schlimme Sache noch. Mhm. Ne? Das müssen wir machen. Wir brauchen den Barbershop-Dings, das Icon und aber eben auch müssen die das Mädel finden. Da ist so viel los, ne? So, wir müssen das irgendwie hier rausbekommen oder irgendwie kaputt machen, weil der Typ so sehr darauf achtet. Ich save mal und probiere einfach erstmal Items, wäre mein Gedanke, weil ich habe es jetzt auch schon vielleicht nicht mehr gesehen. Nee, warum nicht? Bei Schnackseli können wir bleiben. Schnackseli! Diese Save Game, sorry, aber die machen mich fertig. So, wir hatten einiges. Wir hatten Tampons. Ich hab vergessen, wie geil die Items auch dargestellt werden. Feueraxt, Leiter, wir haben so ein Warenhaus. Die Sackkarre, die Pitchfork. Und die Pitchfork ist eine Waffe anscheinend hier, ne? Ich weiß nicht, ob man sie für was anderes benutzen kann. Also da wir ja bisher eigentlich nur mit dem Basie getötet haben, könnten wir irgendwann nochmal den Pitchfork benutzen. Stimmt. Wollen wir das mal? Du weißt genau, was passiert. Ich hab gerade gesaved. Na gut. Ach so, hier rechte Taste. Jetzt hast du doch wieder nur gehauen. Das war doch nicht die Pitchfork. Und keiner sagt was. Komm mal, du musst die Zeugen umbringen. Oh, falsche Seite. Das ist nur ein kleiner Mord. Okay, der zählt nur halb. Er hat von alleine nach unten geschlagen. Oh Mann, ey. Und jetzt spielst du alleine oder was? Das kannst du doch nicht machen, ey. Warum habt ihr das eingebaut? Was war denn da der Gedanke? Und der Junge hier guckt einfach auf dem Foto. Ist eigentlich ein Fenster, ne? Ja, ja, während sie tot sind, na, die schlafen nur, kann ich denn irgendwas benutzen, um hier den Barber-Pole, was wäre denn die richtige Lösung? Ey, das ist aber eine gute Idee, dass du das jetzt erstmal so versuchst. Ja, bevor die einen aufhalten, weil man könnte ja sehen, was dann das Richtige ist. Ging der Phillips-Screwdriver? Okay. No. Na gut. Wir gehen sie mal alle durch, du kannst ja klein schneiden. Ja, Manhole. Well, that didn't work. Die Tampons können es nicht sein, oder? Pen? Also bei der Logik hier würde ich alles mal ausprobieren, aber... Ich probiere mal die Tampons, einfach so. Okay.
Komisch, dass er mit dem Schraubendreher und so nichts gemacht hat. Leider nicht. Weil ich meine, der ist ja nun wirklich, der wäre doch prädestiniert dafür. Es ist Phillips Screwdriver, also Kreuzschlitzschraubenzieher. Könnte sein, dass da was mit zusammenhängt, dass es gerade Schrauben sind, statt Kreuzschlitz. Oh, kann man den vielleicht bearbeiten? Ah, du meinst so Glattfeilen oder so? Ja, ich denke jetzt eher so in Adventure-Logik, aber nee, wir haben ja nichts. Können wir das anzünden? Well, that didn't work. Ja, du hast recht. So, das kannst du nicht die Items einmal so durchklicken mit irgendeinem Button? Also du bist ja immer so jemand, der sowas meistens findet, wenn es das gibt. Leider nicht. Ich kann mal schauen. Irgendwo war auch noch mal eine Steuerung hier. Help. Oh. Also linker Mausbutton, operate, target, to have Steve attack. Das ist wohl nachher, wenn wir Waffen richtig benutzen können. Ja, sieht nicht so aus, ne? Also automatically edit, take objects, conversation, examine, exit. Richtig viel kannst du da nicht machen, leider gibt es leider auch keine Taste. Bevor dass ich auf die I-Taste drücke für Inventory. Entschuldigung, aber wir haben einfach, der andere ist sogar schon nicht kaum zu sehen. Das was hier, Straight Slot Screws hat das Ding. Also es braucht nicht den Kreuzschlitzschraubenzieher, sondern vielleicht müssen wir tatsächlich was damit machen. Wir waren da schon mal an diesem Rätsel. Das meine ich ja, den Text haben wir schon mal gelesen, das war's. Ups, aber das ist schon gut, jetzt nochmal alles auszuprobieren. Was sind das für Aspirin, Cough Medicine, das ist zum Heilen, schätze ich mal. Das Right Click to Use. Können wir auch machen, wir müssen ja eh gleich laden. Okay. Okay, es gibt Heil-Items, Waffen. Arming Fire Axe, oh! Oh! Nein, der arme Kerl, aber jetzt kannst du es mal an dem Ding probieren, vielleicht kannst du es ab. Das stimmt, du hast recht. Geh mal hin, Steve. Oh, nein, nicht raus! Let me guess. Ich glaube, wir wissen, was jetzt passiert. Ja. Die Mutter guckt uns traurig an, während wir brutzeln. So traurig hat die nicht geguckt, meine ich. Nee, es war ihr mehr ein bisschen noch egal. Das habe ich beim Schnitt jetzt nochmal gesehen, falls du dich noch daran erinnern kannst. Wir wurden ja einmal verhaftet, als wir bei dem Vater einsteigen wollten vorne. Der war ja gesichert durch Gitter. Kannst du dich erinnern, was der Polizist danach mit uns gemacht hat? Nee. Der hat uns nach Hause gefahren, zugedeckt und gute Nachtkuss gegeben. Ganz am Anfang, ne? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Somebody help me. Ja, auf keinen Fall, Steve. Okay, die lacht ein bisschen, ne? Ich find's gut. Too late for that, boy. Ain't it, Sergeant? Ja, er ist schon wieder. Der macht alles. Der hat die beste Rolle gehabt, der musste ja keine Mundbewegung machen, weil er alles per Telepathie macht und grummelt dann das irgendwie in sein Diktiergerät rein. Aber wofür war der zweite Schalter? Um wieder rückwärts. Nein, der eine ist für Brutzeln, der andere für Auftauen. Achso, falls du Pause machen musst. Ja. Ach nee! Okay. Ich möchte jetzt aber mit der Axt mal zuhauen, ganz ehrlich. Ich glaube auch, da hast du was entdeckt. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass man mit der rechten Taste da einmal drücken muss. Meinst du, die fallen anders auseinander, wenn wir das machen? Ich denke nicht. Oh, das ist aber mehr, oder? Alter. Schau dir das Gedröse an. Das ist wie die Rick and Morty Folge, die du nicht geguckt hast vor kurzem, wo sie Nudeln essen und die sind super lecker und alle wollen wissen, wo sind die Nudeln. Stellt sich natürlich raus, dass irgendeinem anderen Wesen, was wenn es Suizid begeht, sich zu leckeren Nudeln verwandelt. Und dann essen die alle aus dem Körper. Genau so sieht's aus. Bon Appetit. Alter, das ist... Ah ja, jetzt will ich die anderen auch sehen. Also an der Soße haben sie nicht gespart. Wie viel glaubst du, kommt aus dem Kleinen da raus? Ich denke, das wird ein bisschen mehr sein. Ich mache mal sauber, weil es immer noch was. Okay. Mach mal. Der Kopf war einfach abgefallen. Die haben wirklich eigene Animationen für jede... Das ist krass. Okay, Cletus. Okay, das war der Stuhl ist. Holy shit. Ja, das kannst du doch keinem zeigen, ey. Okay. Aber, okay, wenn du rausgehst. Ich dachte nämlich, das kommt, wenn du wogegen haust. Nee, wenn ich rausgehe, ich war zu nah an der Tür dran. Sehr, sehr gut, dass ich... What were you thinking? Ah, okay. Ich, vielleicht hätte ich noch, vielleicht den schnell rumbringen können, das kann natürlich auch sein. Boah,
Hätte ich jetzt nicht erwartet, ganz ehrlich. Da hat er wirklich den Kleinen noch seinen Kopf abgehauen. Alter, warum denn? Das zeugt von einem Visionär, der hinter dem Spiel war. Nein, es muss ein unterschiedliches Splatter-Todesszenen drin sein. Das war denn wichtig. Das sieht man. Aber warum? Ich dachte nur, kannst du eine Sache nochmal probieren? Ja, klar. Ich würde gerne einmal probieren, ob du nicht mit dieser Axt auf diesen Pole hauen kannst. Nicht, weil ich glaube, dass das klappt, aber wir haben es nie probiert. Ja, weißt stimmt. Deswegen würde ich es einmal gerne abhaken. Abhaken. I see what you did there. Also ich kann nicht weiter nach vorne gehen. Ich muss es... Ja, okay, warte mal. Ich guck mal. Ja, vielleicht geht's auch nicht. So, ne? Sobald ich an der Tür stehe, sobald ich einmal nach links gehe, macht er das nämlich. Inventory. X. Rechte Taste. Okay. Okay. Könntest du die Bäume... Nee. Aber wir probieren es gleich mal. Er behält die Axt auch an. Ja, du hast schon richtig gemacht. Da passiert nichts. Ja, läuft, ey. Du, 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 du. Ja, Mann, das ist der Axt Walk. Din, 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 din. Walk like in Baumfell. Das bist du eigentlich? Ich finde, du hast den gut umgehackt. Kann man, was können wir denn fällen? Bäume gibt es auch auf dem Friedhof, oder? Ja. Ja. Schau es dir an. Ah, das sind Bäume. Und er ging und verrichtete seine Arbeit. Das finde ich aber gut, dass du nur noch mit der Axt jetzt rumläufst. Ja, die haben wir einfach so, ey, wer mich schief anguckt. Examine your inventory. Ja, viel ist hier nicht, ne? Hier lagen ein, zwei Items. Okay. Da unten muss ich weiter. Yet another resting place among the graves. Operate. Okay. Ich kann es kaum glauben. Ich meine, was ist denn hier los? Warum funktioniert denn sowas? Habe ich das jetzt zerhackt oder was ist passiert? Ich würde sagen, du hast es weggeschoben. Okay, ja, da ist auf jeden Fall das Operate-Icon angekommen. Examine fresh grave. Padded shovel marks are visible on this fresh dirt mound. Warte mal, ich will es mal gucken, ob man... Okay, das ist so irre, dass manchmal kommen hier Sachen bei raus, da hätte ich nie mit gerechnet. Wir haben eine Schaufel. Oh, warte mal, kann ich die Axt wieder disarmen? Ich muss mir aber sagen, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wenn du das damals gespielt hättest, der Moment, in dem sowas dann passiert, das ist geil, ne? Du sagst, ich hab ein ganz neues Item und so, ne? Das ist so cool eigentlich. What? Das ist das Mädchen. Oh, scheiße, wir haben die Leiche gefunden. Alter! Das wird richtig sterben. Oh Gott, ich habe Angst vor meinem Close-Up jetzt. Ich auch. In the shallow grave, you discover a frail, mutilated girl. Das ist komplett... Oh Gott. Da hast du noch die Handtasche, genau. Stiff grass is a scarlet purse. Pick up the purse. Ich glaube, er hat ihre Handtasche geklaut. Okay. Oh, shit. Wir haben... Also, jemand hat das Mädel entführt und die Leiche hier vergraben dann. Ja. Alte Scheiße. Immerhin auf dem Friedhof muss man nicht so viel. Aber denken die Leute, wir haben das jetzt gemacht? Na, aber ganz sicher wird das wieder unser Ärger. Wir müssen jetzt natürlich zur Mutter erstmal. Ja, das müssen wir gleich. Pff, oder zur Polizei, was würdest du sagen? Wir gehen zur Mutter erstmal. Ich versuche den Baum zu fällen. Das meine ich. Ich glaube, dass der dann nämlich, wir haben es probiert, aber jetzt könnte es klappen, dass der dann auf das Ding oben drauf fällt. Dass man da so hochkommt. Ja, stimmt. Irgendwie so. Ah. Ach, Steve, du willst nicht aufs Gras kommen. Nee, will nicht, ne? Sycamore Tree. Dead rotten. Unstable for climbing. Or stringing nooses. Ja, also man kann sich auch nicht drauf hängen. Leider nicht. Aber wenn du ihn anklicken kannst, muss doch irgendwas damit passieren. Wenn das Mädel tot ist, bedeutet aber, es wurde ja sowieso entführt. Irgendwo ist auch also ein Kindsmörder hier gerade unterwegs. Also ich tue mich echt immer schwer mit so. Bei Kindern in Spielen tue ich mich offen gesagt echt immer schwer, weil ich immer denke, naja, es ist ein Spiel, aber muss das jetzt sein? Aber In der Form zeigen das auch wenige Spiele oder machen überhaupt sowas. Ja. Okay, das hatten wir mal probiert und da die Dinger wollte er nicht ausgraben. So, mal sehen. Polizei. Wir gehen zur Mutter und geben mir die. Oh Gott. Die wird uns dann beschuldigen, sobald wir die Handtasche geben. Ja, ich würde jetzt nicht derjenige sein wollen, der erst sagt. Ja, Polizei, nein. Edna Steiner. Immerhin direkt gegenüber. Du, willst du die gute oder die schlechte Nachricht hören?
E ist für dein Schild im Sonnenangebot. Oh, kann ich mit dir reden erstmal? I can't talk now. The dishes are stacked up in back and I better take advantage of the lull. Oh my god. I can see it in your eyes. Karen's dead, isn't she? Yes, I'm sorry. You're lying. You're telling me this just to get the reward. I wouldn't do that. Do you have any proof then? Ja, oder? Oh, also ich glaube nicht, dass es gut für uns ausgeht. Karen's little purse. Oh. Here's your reward money. Please, take it and go. Thanks? Sorry, I missed that. Too noisy in here. Okay. Oh. Das ist unangenehm gewesen. Das ist wirklich unangenehm. Shrek's Checkbook, wo ist denn das Geld? Reward Money. Okay, keine Ahnung, gucken, was wir da... Ist, ne? Nee, leider nicht. Okay. Okay, also wir haben wirklich Reward Money bekommen und sonst nichts? Also nicht, dass ich mehr haben wollte, aber ich dachte, da passiert jetzt mehr. Ja, ich dachte auch, dass da jetzt irgendwas mit der Polizei wenigstens noch kommt, aber vielleicht sollten wir da zumindest einmal noch rein. Ja, ja. Das muss man ja zumindest mal melden, sonst sind es wirklich wir am Ende. Boy, the way you keep pestering me, you'd think you were feeling guilty about something. Are you? I got a report here that someone put a ding on Johnson's tucker. As ornery as Johnson is about that old car, I suppose he had it coming. I imagine it was just some kids pulling a prank. I'm nowhere near solving the Tucker case, and now I have to deal with a bunch of firemen throwing a hissy fit over some stolen cloth. Can you imagine? What the heck is going on around here? You look upset, boy. Is something wrong? Ja, also ich meine, ihm würde ich das am wenigsten sagen, weil der ist halt inkompetent, aber wir müssen es ja. Wir müssen es reporten. Wir hatten hier wieder den Fall, die spulen ja ihre Lines alle hintereinander ab, wenn man sie länger nicht mehr gesprochen hat. Also jetzt kamen die ganzen Sachen, die wir in den letzten Tagen gemacht haben mit dem Tucker. Und wir waren aber auch nicht mehr bei ihm, ne? Wir waren nicht, er auch zurecht, er hat uns ja auch einmal umgebracht, als wir ihn erpressen wollten. Ich wollte auch nicht mehr hingehen, genau. Okay, also wir sagen's. Hoppin' horny toads, you think it's Karen? She was too ripped up. Ach so. Als hätte jemand mit einer Axt auf sie eingeschlagen. Entschuldigung, ich hab das ab nicht gelesen. Ja, ich dachte, she was too ripped to tell. Sie hatte einfach zu viele Muckis. Das muss ein Muskelmann gewesen. She was ripped up to tell. Yes, I'm sure it is. Oh, this'll break Edna's heart sure as shit on a hairy dog's ass. How am I going to tell her? She'll be crushed. You think Edna'll close down the diner after she hears? Think maybe I'll tell her after lunch. Oh, good. Thanks for the lead, Steve. And boy, don't leave town. Oh, I wouldn't think of it. Sorry, Steve. I'm a little too shaken to talk right now. Mr. McKnight's been killed and, well, it's hit me hard for some reason. I've got to think about this. für den, an dem waren wir schuld. Ja. Dass die bis heute das nicht rausgehen. Wir sind mit dem perfekten Verbrechen rausgekommen. Thanks. Say what? Tom Hanks. Das ist der einzige Name, den du T. Hanks, Thanks, abkürzen kannst. Tom Hanks. Okay. Say what? Bye. Say what? Stop what, on what? By any time, Steve. Ich hab den tatsächlich schon bereits verbaut in dieser Staffel. Natürlich. What? Immer ein what in the butt. Sorry, I don't feel up right now with the talking, that is. Okay. Get a time, kiddo. Wir hätten Geld, mit dem wir es machen können. Braucht man das Geld vielleicht, um die Leute beim Barber zu bestechen, dass sie losgehen? Oder irgendjemanden einen Screwdriver abkaufen? Ich frage auch mich schon die ganze Zeit, wer überhaupt Geld wollte hier. Ich kann mich an nichts erinnern.
Weiß nicht, wir waren bei einigen schon länger nicht mehr. Newspaper Building. Ja, das Ausgebrannte, ne? Ja, genau. Wir haben noch die Wespenlady. Wir haben die Wespenlady. Hier sind Examine Fire Hydrants. Still burned out. Ja, bei drei Hydranten, ey. What's left after Newspaper Building after an extreme fire? Ja, mehr ist nicht. Examine the Pipes. Ich glaube, das haben wir uns alles schon angeguckt. Mhm. Ja, wir gehen mal zur Wasp Lady. Abandoned House, no? Hier sitzt er immer noch vor ihren Pancakes. It's not often that I get visitors. Ja, zu Recht. Ja, viel mehr ist nicht, ne? Schade. Weißt du, auch eine Frau gehobeneren Alters könnte ja. I have aber immerhin, ne? sie ist gut versorgt. Es passt, ja. Fotosackere, nee, nur so Kram. Was ist das? Matchbook. Wir könnten was anzünden. Wir hatten ja immer noch den Kamin bei den Feuerwehrleuten, meine ich. Aber kann es sein, dass wir da schon was probiert haben? Irgendwas ist doch bestimmt anzünden können. Icebox ist shut. Das ist schon, also ich glaube, sobald wir ein Item haben, was ganz klar nur hierhin passt, dann müssen wir wieder hin, ansonsten. Ja, ansonsten ist irrelevant, glaube ich. Ansonsten wisst ihr auch nicht, was hier los ist. Wenn wir jetzt mal irgendwas so einen von diese Wespengift-Spratzer oder so, weil diese komischen Pump-Dinger, wenn man sowas finden würde. Wir haben jetzt wieder Geld. Wir können vielleicht was kaufen im General Store. Alles, den Store einfach. Alles, ja. Ich nehme die Kaffeemaschine für die Gabi und für die Gabi. Topset bitte und die Skiausrüstung. Kannst du nicht erinnern, was für ein Schrott das alles, was du hier nicht da ausgesagt hast? Ich würde das niemandem an den Hals wünschen wollen. Michael, was können Sie denn alles gebrauchen? Ich nehme den Grill, die Pfanne, den CD-Player, die Stereoanlage, den Amplifier, den Ring, den Fotoapparat, die Lautsprecherboxen, die Videokamera, die Waschmaschine und für den Dieter die Schallplatte und das Buch. Ja, ahoi! Danke. Eine Stereoanlage, die irgendwie viel zu groß ist. Skier mit Schuhen brauche ich doch auch nie. Brauche ich einmal im Jahr. Dann irgendwelche Sackkarren. Und so schnell, wie die Auflistung rausbekommen haben, da haben sie natürlich Pause gemacht und der hat sich vorher aufgeschrieben oder so. Aber wer betet das denn so runter? Ja, wie heißt der? Wie heißt der nochmal, der Typ, der das gesprochen hat? Du weißt, wie der heißt. Weiß nicht. Werner Schulz-Erde war der mag uns wegen was anderem nicht. Das war der Mann, den kennen wir alle. Du hast Frederik Meissner und Peter Porno Bond gehabt und Maren Gilzer beim Glücksrad. Nee, ich meine nicht das. Ach, oder meinst du Harry Weinfurt? Ich hatte Harry Weinfurt gerade wegen der Preis des Heißen so. Ja, das ist Harry ja Weinfurt. Was anderes, ne? Ja. Das war ich, Harry Weinfurt, als Deutschlands dickster Showmaster, bevor ich mit Slimfast in nur 9 Wochen 27 Pfund abgenommen habe. Hast du gehört, wer zuletzt gestorben ist? Nicht Heiner Weinfurt. Hans Meiser ist gestorben, ja. Ja. Ich fand Hans Meiser aber auch durchaus sehr interessant. Er hat viele Sachen gemacht, die ich geguckt habe. Damals. Ich habe die Talkshow gerne geschaut. Ich meine, das war die erste große Talkshow im deutschen Fernsehen. Notruf. Notruf habe ich mir nicht gerne angeguckt. Das war mir also sowieso das ganze Laienschauspiel, aber diese gestellten Unfälle, die teilweise auch extra krass waren, das war nicht meins. Ich werde eine Sache nicht vergessen, und zwar ist da ein Kind mit einer Zahnbürste im Mund rumgelaufen und ist dann halt draufgefallen. Bis heute ist das noch so eine Angst von mir. Das ist schrecklich, aber es ist auch sehr lustig. Naja, okay, ich gebe zu. Jetzt im Nachhinein, es war ja eh nicht echt, aber der Originalfall war wahrscheinlich echt. Ja, ne? Und ich sehe es auch schon, wie sie es gedreht haben, mit so einer Kamera, die nach vorne fällt, mit schnellen Schnitten. Aua! Siehst vorhin noch einmal die Ding so im Ding und dann nur noch Schnitt und direkt. Okay. Es wär geil gewesen, wenn Hans Meiser wirklich auch alle Rettungskräfte gespielt hätte. Jede Person auch das Unfallopfer. So, ne? Er ist tot. Hans Meiser wiederbelebt, Hans Meiser. So, was können wir kaufen, meine Liebe? Oh, guck mal da, Soup Cans, Red Poison, Coffee Cans. Den Schraubenschlüssel haben wir schon benutzt. Aber trotzdem nochmal gucken. Tape, Electrical Tape. You must pay Mrs. Phelps. Oh, ein Glück haben wir Geld bekommen. Okay, ich gebe ihr Geld.
Exit musst du, glaube ich. Ja, ich, stimmt. Exit, da oben. Der Button, ja. Ja, ich wollte auch nochmal saven. Aber ja, ist wahrscheinlich wichtig, ne, dass man vorher einmal speichern. Wenn es ein Spiel gibt, wo man sich, glaube ich, softlocken kann, ist es das hier. Ja. Dude! Damit wir wissen, was gemeint ist. Ja, wissen wir es. Nein, die Fishing Prize are cheap. Take what you need. Also ich kann alles nehmen. Dann nehme aber auch alles jetzt. Okay, also wir haben den Wrench. Pickup Wrench. Coffee Cans. Nimmt er nicht? Mhm. Red Poison mag er nicht. Nochmal dasselbe auch nicht. Das Ding wahrscheinlich. Das gibt's nicht mal. Das Ding können wir sicher nehmen. Nee? Ja. Doch. Die Zigarette? Wir kaufen alles. Wir kaufen alles. Das ist meine Kippe. Ich sagte alles. Ich kaufe diesen Laden. Oh nein. Ja, wie der Typ hier in der Rügenbeine, der reinkommt. Alle. Das ist eh. Ich glaube, da haben wir schon mal irgendwo anders drüber gesprochen. Ich liebe diese Szene. Wie viel? Alle. Ich würde gerne weißt, weißt du, was ich. Die hast du als Minimals gerade bekommen. Aber ich meine, für zu Hause. Aber ja. Du kannst mit der AI dein Gesicht auf alle Leute da drauf machen. Nein. Mein Lieblingspart in dieser Werbung. Manche würden sagen, okay, wenn er zurück mit dem Würsten in der Hand zu seiner Plastikmühle in den Park geht, ja, wo er seine. Das finde ich gut. Das finde ich das Beste. Also, die zwei Omas. Die zwei Omas, die in diesem Laden bereitstehen. Rügenwalder. Diese hier? Die mit der Mühle. Echt? Mit der Mühle? Natürlich. Ja? Du sagst, du genau das, ja? Er kauft so, wie viele wollen sie denn? Alle. Und dann Umschnitt auf die Omas. Ein Mann von Welt. Wie viel? Alle. Die denken vielleicht auch, ja geil, der hat alles gekauft, wir können früher Feierabend machen. Aber es sieht eher so aus, als würden sie gerne hinterher laufen. Also bei so viel Wurst, so viel Wurst würde ich Reiheabend machen. Ja. Du weißt ja nicht, wie viele Leute, er hat ja am Ende eine ganze Party zu versorgen. Also Vacuum Cleaner können wir nicht holen. Schau die Old TV. Fotokopierer! Fotokopierer, free copies. Ach so, zum Erpressen. Wir haben schon gefragt, wo ein Fotokopierer ist. Ist das Ding da unten direkt? Oder haben wir das? Ja, die to the TV Station. Okay, geil. Gregor, das war richtig gut. Ey, ja, es ist auch logisch, dass hier einer stehen könnte. Das hätten wir also auch schon vorher machen können, weil die nichts kosten. Okay, da oben links. Die to the TV Station, Fotokopie, right click to view. Genau, weil wir zeigen dem Typen nur die Fotokopie und sagen, das Original haben wir versteckt. Deshalb kann er uns auch nicht umbringen. Ja, das hatten wir noch gar nicht gelöst. Ne? Wenn wir ihn nämlich erpressen, dann killt er uns. Ja. Ja. Was da drüben? Wasser nur? Okay. Okay, boah. Wir haben ja tatsächlich Fortschritt gemacht. Das wundert mich. Ich würde sagen, wir haben schon mehr gemacht als in so manchen anderen Teilen. Ja. Kann ich den Flyer kaufen? Kann ich irgendwas? Der Bake Sale? Ich meine, dieser Bake Sale muss dann ja auch nochmal kommen irgendwann. Ja, ja, also genau, der Bake Sale, ist das der gleiche Tag wie die Hochzeit, oder? Tja, wer weiß das schon. Beides. Ja, ich glaube nicht, dass diese Stadt ist zwei solche aufregende Sachen an einem Tag überlebt. Können wir überhaupt die Hochzeit, ist das noch wichtig, nachdem wir die Ehe schon vollzogen haben? Wenn die das alle wüssten, ne? Vielleicht wollten die ja eine Jungfrau verheiraten. Vielleicht ist das Teil des Rituals und wir sind längst Das kann schon tatsächlich. Der alte Schoberer. Schoberer, aber das heißt... Der alte Schobers Fritz. Der ist wahrscheinlich beim Café jetzt und die arme Mutter. Vor allem, sie weiß es ja schon. Ja. Er will aber noch in Ruhe essen und danach sagt er es ihr nochmal. Nee, er ist auch nicht da. Weg. Okay, wir können ihn also auch nicht so direkt erpressen jetzt. Naja. I can't talk now. The dishes are... Okay. Okay, aber waren wir denn in der Polizei? Ach, der war er ja nicht. Ja, der war er nicht, ne, genau. Was hat er noch gesagt? Polizei, warte mal, er hat gesagt, TV-Station, da ist dieser Mord. Ah, ne? Ja, die Deeds. Dieser der seltsame Deeds. Mord? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. War das oben rechts? Nee, TV-Station ist ein weiter. Hier. Ja. So, die stehen immer noch alle da. Den ganzen Tag. Wolf! Dude. So. Tja, da läuft alles in Gang. Siehst du mal, Produzenten sind gar nicht so wichtig. Nee, wenn die weg sind, läuft alles weiter. Den hat immer noch keiner. Aber sie wissen, dass er tot ist. Der Polizist ist da eingegangen und gesagt, ja, ist tot. Und geh wieder raus. Hat sonst nichts gemacht. Das ist echt lustig, ey. Ich hoffe immer noch, dass der nicht wichtig war.
für irgendwas. Weil wir haben ihn einfach aus Versehen umgebracht und es nie geändert. Wir hatten den ja kaputtgeschlagen, da sah es ja nur so aus, als ob sein Genick gebrochen ist. Und irgendwann nach einem Umschnitt war auf einmal das so zerbröselt. Ist das vielleicht die Animation, die kommt, wenn wir die Axt benutzt hätten? Habe ich auch gedacht. Mhm. Das ist aber auch hart, wie da dieses, also wirklich, wie das Gerippe noch dranhängt. Ey. Also die machen mit den wenigen Grafikeffekten, die sie haben, eigentlich schon ganz viel Brutales, so, muss man echt sagen. Wir haben Klebeband und einen Wrench bekommen. Da können wir bestimmt, das ist doch bestimmt was für die... Diese hier. Litfaßsäule, meinst du? Ja. Für den Barber-Pole. Frage ist, können wir das machen, während die da zugucken oder nicht? Oder muss ich auf die Nacht warten oder so? Waren wir überhaupt jemals schon nachts draußen? Geht das überhaupt? Kurz. Wir waren kurz, als wir zum Tucker, glaube ich, gegangen sind. Okay. Aber das war ja für den Tucker. Was ist denn das Blutige da? Ach, das ist der Wrench. Das ist der Wrench. Ich dachte auch, wo ist der Wrench? Ey, der Wrench ist größer als die Axt. Warum ist der Wrench denn jetzt längst hier? Guck, schau dir diese kleine Sackkarre und diesen großen Schraubenschlüssel an. Ja, die haben das irgendwie einfach... Egal. Das ist auch eine Waffe, glaube ich, stand da gerade, ne? Arm zu disarm. Oh, das gibt's doch nicht. Wie viele Waffen brauchen wir denn noch? Wir haben 5 Waffen. Electrical Tape. Macht nicht. Macht nichts. Es ist aber auch voll schwer zu raffen, was sie wollen. Also welche Lösung sie jetzt eigentlich wollen. Oh, Moment. Kann ich vielleicht... sonst könnte ich... Ich habe ja auch so eine Heugabel. Kann ich sie tauschen vielleicht? Heugabel-Bros. Nee, steht auch Use Pitchfork. Mag er nicht. Kann ich das mit dem Klebeband kombinieren, dass ein gerader Schraubenzieher draus wird? Well, that didn't work. Okay. Damn it. Was ist denn das Kreuzding da ganz links? Ist das die Sackkarre? Manhole Key. Das ist, womit wir den Gullideckel aufgemacht haben. Nachdem wir die Vaseline benutzt haben, das weiß ich noch. Ja, stimmt, die Vaseline, ey. Ich glaube, wir können hier noch nichts machen. Ich denke, wenn wir das Item kriegen, wissen wir es. Ja, Mr. Bob, Vaselina. Gut. Hey, hey, Mr. Vaselina. Hey, Mr. Vaselina, Mr. Bob Vaselina. Das ist super. Okay, Leute, die nicht im Jahr 1990 gelebt haben, haben keine Ahnung. Unsere Zuschauer wahrscheinlich schon. Ja. Könnte man nicht hier auch Vaseline auf diesen Weg, dass der Typ... Dass er wegleitet? Ja, dass er so ein bisschen wegrutscht. Das ist so vom Weg. Man würde ihn dann ja so schubsen, genau. wie Edna bei... Ja, auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. Genau das dachte ich. Bei ihm kann man ja machen, was wir wollen. Der bringt uns sofort um. Der bringt uns alle um. Können wir, ja, ich weiß nicht. Nee, wir haben auch nur das Electrical Tape. Ich wüsste nicht, was hier... Wir könnten immer noch versuchen, wir haben ja jetzt die Fotokopie. Vielleicht ist der Polizist jetzt irgendwo anders, ne? Dass wir ihn dort antreffen. Ist aber schon ungewöhnlich, dass er jetzt gerade weg ist. Wo wir das machen könnten. Aber lass mal gucken. Lass mal wirklich gucken. Wir sind gar nicht so schlecht mit der Zeit, glaube ich. Es soll jetzt nicht ausarten, dass wir jedes Mal überall rumklicken, sonst haben wir die Lösung. Aber im Moment läuft. Auch die Dame ist weg. Wir haben ja mehrere Aufgaben bekommen von dieser Geheimloge. Wir haben, glaube ich, 2 schon gemacht. So. Ja. Dieses Cloth von den Feuerwehrmännern. Ja. Und was war noch? Das war was Zweites. Was war genau, ansonsten hatten wir den Tucker kaputt, hier mit dem Schlüssel den Tucker zerkratzt. Ach, das Auto, ne? Ja. Ja, stimmt. Das Auto zerkratzen. Und das Dritte ist jetzt eben diesen Barber-Pole-Clown. Weiß gar nicht, ob es da noch was gibt. Ja, ihr lasst mir überall Zwietracht sehen. Okay, we got nothing. Also willst du auch nicht anfangen, die ganze Zeit zu reden mit den Leuten, ne? Ich vergesse, wie der Master Bedroom aussah, als wir da reinkamen. Der Sex-Dungeon. Das war nicht geil, ey. Das war schon geil, aber nicht geil. Du weißt, was ich meine. Ja, das andere geil. Ist da Blut dran? Bisschen. Das sieht immer so aus, ne? Als hätten sie überall ein bisschen Blut. Könnte man eventuell die Frisbee runterbekommen mit einer unserer längeren Gewerkschaften? Wir haben das tatsächlich schon mal mit der Leiter probiert. Weiß ja auch nur, weil ich das im Schnitt dann geschnitten habe. Aber die Disc ist ein Item, ne? Deswegen. Stuck on the roof. The roof is on fire. Wenn ich mit der Leiter nicht hoch kann, dann wüsste ich auch nicht, womit wir es... Nee, es ist, wenn die Leiter dann... Ja, wir bräuchten wieder Vaseline. Oder Lösungsmittel. Egal, komm. So, kann uns bei der Lodge nochmal sagen, was exakt der Auftrag war? Kannst du es bitte nochmal ergänzen? Exquisite cloth.
Its loss should trigger quite a bit of dissension amongst our gallant firefighters. Still, that is not your concern. Your next assignment is to break into the tonsorial establishment of Mr. Pastorelli and abscond with his prized barber's pole. Oh, vielleicht müssten wir das vorher noch machen. Ja, final do it. Lack of respect for authority. A fine trait for a member of the Order. Yes, I approve, Stephen. I hope you succeed in your task. Break into the shop, steal the barber's pole, and bring it back to me. At that point, I shall give you your final task. Break into the shop. Das am Tag wahrscheinlich nicht, weil da sind die Leute ja. Also bringt es nichts, wenn wir da rumhantieren die ganze Zeit. Also müssen wir es irgendwie Nacht wieder werden lassen. Okay, die hat mir schon examined. Also das ist jetzt erstmal die letzte Aufgabe. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Das danach ist ganz kommt gut, die Finalaufgabe. Ja. Und Meatplans haben wir ja auch schon gemacht. Wir haben halt alles einmal schon jetzt durch. Ja, ich gucke hier noch einmal kurz und dann gucken wir die Lösung. Okay, das hatten wir alles schon. Das macht mich alles fertig, ey. Ja, das macht mich auch echt fertig. Mich völlig fertig. In der Schule hatten wir schon fotografiert, das weiß ich auch noch. Ey, das, ne, jeder einzelne Ort hier ist völlig irre. Also die Schule war irre, dieses Fleischfabrik-Ding war irre. Selbst bei uns zu Hause ist es irre. Also hier, sie ist irre. Alles komplett durchgeknallt. Das hatten wir schon alles, ne? Lockers. Mach dich mal locker. Werde ein Schrank. TV-Station, ich glaube, wir waren überall einmal. Die Schule hat dasselbe Symbol wie der Tempel unten auf dem Boden, ne? Das ist, ist kein Ding, aber da, siehst du es über der Tür. Ach ja, es ist vielleicht das Stadtzeichen von Harvester. Das frage ich mich auch, ne? Das könnte einfach das Stadtzeichen sein. Das sieht trotzdem aus wie von der Sekte. Es ist ja auch das, was wir hier sehen, im Icon, ne? Glaube ich. Ja, genau, das ist es. Ja, wir hatten noch das Hotel und die Mortuary. Tauchen da Leichen auf? Ist die vielleicht, guck mal einfach, aber ist er vielleicht der Kopf, meine ich, bei der Leiche von dem Kind? Ne? Das könnte natürlich noch sein. Du hast absolut recht. Lass mal gucken. Nee, das ist wieder der Typ mit einer anderen Leiche, die hier schon war, aber oder? Du kriegst bald eine neue, keine Sorge. Young man, we really have. Okay, das hatten wir schon mal. Das macht mich auch fertig. I'd say it's been a pleasure. Ist sie vielleicht aufgebahrt hier? Kann natürlich auch sein. Na gut, dann probieren wir mal den Friedhof, ne? Ja. Da haben wir, aber stimmt, es kann ja sein, dass da die Kinderleiche gerade abgedeckt wurde und alles. Wir haben ihnen ja nie gesagt, wo, aber ich meine, es scheint sie auch nicht groß zu interessieren. Nee, nicht wirklich. Oh, come on! Jetzt ernsthaft, Leute! Wirklich? Wie lange sollen die noch da liegen? Das könnt ihr doch nicht machen. Kannst du die vielleicht wieder zuschütten oder so? Ich probier's mal. Das ist doch, Leute. Oh, man. Okay. Oh, man. Nee. Okay. Oh, gut. Man. Marble doors have been shut. Nee, mit einer Axt nicht. Nee, das hatten wir auch. Jetzt sind wir wieder lustig. Wer da? Hallo? Hören Sie mal auf zu klopfen jetzt hier. Wissen Sie, wie spät es ist? Es ist ein Friedhof hier, verdammt nochmal. Es ist, wie ist er? Woody Woodpecker, ne? Ich finde das so krass, ne? Diese Woodpecker, die machen ja mit ihrem Kopf die ganze Zeit dieses Gebimmel. Und was sie für ein Gehirn haben müssen, dass das aushält. Das meine ich ja. Also das Gehirn muss so klein sein, ja? Das kann nichts erschüttern, ja? Bei der schnellen Bewegung. Ja, das ist wirklich so gut, richtig.
eingedeckt. Ja, wieso, wenn du was ganz Kleines in einem riesigen Packon mit einem riesigen Paket bekommst mit diesen Verpackungsflusen. Stimmt. So. Es ist auf jeden Fall nicht leer, sonst ist es wie so eine Spraydose machen. Ne? Ach, herrlich. Wo ich hier dann Spatze, Woodpecker ist auch ein Spatz, oder? No? Ja, du hast recht, Spatz, ne? Spatze sind die Spraydose des kleinen Mannes. Irgendwann haben sie es vielleicht wirklich mal probiert. Ja, ich wüsste jetzt echt nicht, wo wir weiter sind. Der Rest wird geklickt. Dann, wir schauen da mal rein. Okay, na gut, okay. Bevor wir uns jetzt hier durchklicken. Weil ansonsten wird es auch für die Zuschauer irgendwann lame. Ich will nur kurz einmal die Bedrohungslage klar machen. Ja, und du kannst es sogar noch mal auf schneller schalten. Wusstest du das? Mach einmal an und drück den Knopf da drunter. Freust du dich besonders, mich zu sehen? Wir sind am vierten Tag, ne? Verlasst euer Zimmer. Da kommt ja nach die Nacht. Wir waren schon richtig. Ja. Aber ja, verlasst das Zimmer, du guckst mal. Schaufel den Picknicktisch, kommt ein frisches Grab zum Vorschein, nehmt die rote Handtasche. Edna Steiner, das Geld zum General Store haben wir gemacht. Regal, Klebeband und den Bolzenschneider. Ranch ist doch kein Bolzenschneider. Ja, egal. Ne? Verlass den Laden, reiß mal die Karte zu Edna Steiner. In der linken Ecke neben dem Tresen ein kleines Schränkchen. Das ist es, da müssen wir hin. Oh, what the fuck? Okay, also ja, das machen wir. Komm, der Obolus. Oh. Wir haben zwei, die jeweils gemacht werden dürfen. Und soll plus ein dritter jetzt. Ja, bitte gerne erstmal. Darf ich einfach mal so einen rein? Du darfst. Einmal die Backe so ab. Mhm. Oh, das spratzt auch schon ganz gut. Ich mag's schon. Ja. Darf ich noch mehr? Ja, klar. Darf ich mir aussuchen, wo? Ja, darfst du aussuchen. Dann nehme ich die Oberlippe. Die Mitte der Oberlippe. Aber nur die Mitte. Nein, nein, nicht alles. Ja. Genau, keinen invertierten. Bitte. Einen invertierten Hitler. Ja, man sieht's kaum, weil du so dunkle. Ich hab so dunkle, Männerhaut hast dunkle, unter denen. Dunkle Borsten. Aber ja, ich mach das natürlich auch gerne. Ja. So, dann. Möchtest du? So, ja. Wo magst du gerne? Ach, da ist da frei. Kannst du machen, wie du willst. Ich mach hier das Kinn. Der Biker. Oh, ich hab dir fast einen Lemmy gemacht hier. Schau's dir an. Der ist wirklich ein Lemmy, ne? Ja, so ein bisschen ein Lemmy. Ich hab schon das Bedürfnis, mich an so einen Spielautomaten zu setzen in meiner eigenen Bar. Und dann die ganze Zeit, war das Lemmy? Das war doch Lemmy, ne? Der in seinem eigenen, eigenen Kneipe, an seinem eigenen Spielautomaten 20 Jahre lang gesessen hat. Was? Warum? Lieber Lemmy als Lemmy Wings. Sowas bräuchten wir auch hier, ne? So ein Freitagabendsformat, wo du einfach apathisch vor so einem Spielautomaten sitzt und einen Mark nach der anderen reinbringst. Ja, nennt sich Twitch bei manchen. Ist doch so. Der Zuschauer. Okay, da ist wohl eine Schublade in Edna's Diner. Ich bin doch nie drauf gekommen. Komm. Wir hätten hier, das bräuchte so eine Highlight-Taste wie spätere Adventures. No? Irgendwo. Examine the drawer. Wirklich? Oh nö, ey. Wirklich? Ja, das ist so ein kleines Ding. An unlocked drawer. Ach bitte. Ach bitte! Straight slot screwdriver. This town is a bit screwy. Ey, das ist schon hardcore. Also da wäre doch niemand drauf gekommen. Ich wette jetzt wahrscheinlich Nacht oder so, wenn wir rausgehen, ne? Wir haben jetzt alles, ne? Eigentlich können wir wechseln. Ja. Exit? War es ja schon immer? Wahrscheinlich. Nach Hause vielleicht. Ja. Nightfall descends upon harvest. Oh man! Style ist gar nicht mal so schlecht, oder? So, ne? Wenn ich das noch ein bisschen glatter mache, ist das nicht der normal, was Chaplin gemacht hat? Also nicht für der große Diktator, oder so in der Mitte so ein bisschen wie weg, oder? War das so der Chaplin? Oder war das der klassische Hitler halt? War das wirklich? Oder war das Hercule Poirot? Irgend so ein Franzose bestimmt. Also das Schlimme ist ja, Hitler hat ja diese Frisur ruiniert. Das stimmt. Rasur, aber ich meine, vorher war es der Chaplin. Charlie Chaplin war so sauer, dass er einen Film deswegen gemacht hat. Weil ihm die Frisur ruiniert wurde. Ey, die Ansprache bei Der große Diktator ist aber einfach immer noch gut. Und Der große Diktator ist ein fantastischer Film. Es ist ein fantastischer Film, wirklich. Und wirklich diese eine Ansprache, die ist so, die trifft zu dem Punkt, dass das so alt ist und noch so aktuell. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereichen. Fein, oder?
Barbershop. Ach, es ist ja schon Nacht. Es ist schon Nacht. Ja, es ist Day for Night. Barbershop ist closed. Das kann uns ja nicht aufhalten. Wir haben eine Axt, das stimmt. Wir kommen überall rein. Dude. So. Also, können wir die Axt nehmen? Ich glaube nicht, aber es wäre schon gut. Wir haben auch einen Schlüssel irgendeinen. That's not how exactly a professional would break in. Aber ist das der richtige Schlüssel hier? Nö, aber... Broom Closet Key? Das ist dann nicht okay. Ja, okay. Können wir mit dem Screwdriver hier? Ja, vielleicht brauchst du beide dafür, ne? Okay, den anderen noch. Aber was könnte man... Können wir drum herum laufen auch nicht, ne? Was könnte es denn sein? Wir hätten auch noch die Leiter, um das oben vielleicht reinzukommen. Oh, ist hier oben was frei? Ja. Ah, nee, doch nicht. Oh, haben wir vielleicht eine Hintertür, wo wir da hinten hin können? Ja, schon, ne? Aber wir können da nicht reinlaufen. Oder müssen wir das Schild auf Open machen, ne? Das wäre so ein... Der ist ein Tentacle. Wie würde denn ein richtiger Verbrecher hier rein? Ja, mit einem Dietrich. Also ich habe den Straight-Schraubenzieher, vielleicht ist es der Phillips-Screwdriver. Well, that didn't work. Okay. Und wenn du links rausläufst, dann kommst du auf die Map, oder? Ich schätze mal. Nachfragen, okay. Okay. Was könnte es denn sein? Weil so, wenn das so anfängt, müssen wir ja eigentlich alles haben, was wir zum Einbrechen brauchen, ne? Mit Klebeband kommst du nicht durch die Tür. Was? Ah, und jetzt können wir einbrechen ohne das. Alter, geht das wirklich so? Well secured. Nehmen wir mal den Schraubenschlüssel. Hä? Also, aber jetzt ist doch trotzdem alles da voll. Ich verstehe es auch nicht. Straight Slot Screws. Okay. Das Schaf macht mir Angst. Das immer noch da steht. Bedrohlich rot. Und auch. Hörst du auf die Dudelsackmusik oder kommt das von hier? Ich höre Dudelsackmusik. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel kommt oder von uns. Du baust es so oder so irgendwas jetzt ein. Ja, aber ich habe keine Ahnung. Aber ich bin trotzdem verwirrt. Okay, komm. Okay. Hol ihn dir. Okay, Straight Slot Screws. Die Alarmanlage! Ja! Stimmt, er hat es uns extra noch gesagt. Bringt er uns um? This is your first arrest. Keep your nose clean. Wir haben ja gesaved davor, ne? Ja, und jetzt wird er uns wahrscheinlich wieder ins Bett bringen. Ja, ja. komm, wir gucken es doch einmal an. herrlich. Auch hier, der Gesichtsausdruck davor. Er hat uns nachts hier hingebracht. Bevor wir nochmal laden, ich will nochmal kurz gucken, ob sich nachts sonst hier irgendwas verändert hat. Ne? Guck mal, Junge. Was liegt da auf dem Tisch? Color Ring Book, das hatten wir schon mal. Das Zeichenbuch vom Jungen. Der Vater hustet immer noch. Aber wo ist denn das Zimmer vom Jungen, wo er sonst rum ist? Die ist auch nicht. Das Baby hat sie da gelassen? Mutter ist einfach raus, hat das Baby da gelassen? Ist sie vielleicht beim Vater? Alter, ich glaub's nicht! Jetzt mit der Schrotflinte in die. Ach, warum? Das ergibt doch alles gar keinen Sinn mehr. Nicht mehr. Haben die einfach random gewürfelt, ob jetzt jemand irgendwie sich auszieht oder weißt, uns erschießt? Oder exakt die Zeit ist gerade abgelaufen. Ich hätte vieles erwartet, aber wieso? Ey Leute, ich habe ja wirklich alles erwartet. Ich dachte, es geht so ein bisschen weiter, die Szene, aber nee, schon sind Ende. Er hat gesagt, okay, das reicht. Peitsche runter, Schrotflinte her. Kann mir richtig die Aufnahmen vorstellen. Ja, jetzt stehe ich hier in diesem Negligé. Was soll ich denn jetzt nochmal? Nimm mal kurz die Schrotflinte. Sie war übrigens ansehnlich.
Ja. Dafür, dass sie ja so in der Küche eher so ein bisschen aussah wie eine ältere Dame. Ist dann, also je nachdem, das macht ja, die Kostümbildner machen das ja. Ne? Ja, und die Pixel. Die Verpixelung, man, hilft auch. Ey, das war jetzt mal aber wirklich eine richtig gute Folge hier. Ja, also wir hatten alles. Wir hatten Geschenke, wir hatten Splatter, wir hatten Haare. Und Sex, jetzt auch noch ein bisschen. Und das auch, ja. Und Schrotflinte ins Gesicht. Also besser kann die Folge jetzt auch nicht. Wir hatten so viele Money Shots, du glaubst es nicht. Ladies and gentlemen, it's called Lincoln Money Shot Channel. Und wir haben sogar Geld gemacht noch. Das stimmt. Leute, wir atmen kurz durch. Ihr seht uns nächste Woche wieder und dann geht's weiter mit Spinnert Bart. Bis dann.